Moin und willkommen zum nächsten Teil des 15 auf der Wildeshauser Geest. Wir haben immer noch den Micha bei uns. Ja, moin. Und ja, ich war jetzt dabei, schon mal die Strohballen einzufahren, die wir hier gepresst hatten. Und der Micha beginnt jetzt schon mal die Felder so ein bisschen mit Gülle zu versorgen. Genau, ich bin abkommandiert worden zum Güllefahren, habe mir noch schnell meinen Muffin gekauft unterwegs. Und jetzt fange ich an, hier Gülle zu fahren. Und zwar sollte ich mit Feld 16 anfangen, da fahren wir jetzt hin. So Gott will. Ja, und ich bin gleich erstmal in eine Hecke reingefahren. Passiert sonst nicht mehr. Hier, Glasschlepper habe ich bekommen. Und hier dieses große Samsung-Fass, mit dem habe ich jetzt noch nie gearbeitet. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. Das sieht mir sehr technisch aus. Alles ein gewaltiges Teil, also. Also du kannst sonst auch notfalls zum Rückwärts fahren. Ich weiß nicht, ob er die Lenkachsen jetzt automatisch sperrt, aber die kannst du hier auch per Tastendruck. Achso, okay. Auch generell allen Anhängern bei mir sperren. Das hier wäre diese Minustaste oder Bindestrich da. Ist das für ein Skript oder was? Ja. Wieso habe ich das noch nicht? Weiß ich nicht. Minustaste? Achso, unten oder was? Genau. Ist ja geil. Ne, geht aber nicht. Das war eigentlich schon. Ich habe das auch nicht in der Dingenskirchen stehen. Doppel vorne, also das sind Gewichte. Also welche Taste war das jetzt genau? Unten neben Shift oder auf dem Numblock die Minustaste? Nee, die neben Shift. Also so schräg über Alt G da. Ja, dann drücke ich da nochmal drauf. Hat sich hier was getan? Sollte normalerweise gehen. Muss man gleich mal eben mit einem anderen Anhänger kurz mal gucken. Aber eigentlich ist das so. Das Güllefass lenkt hier immer noch. Oder probier mal mit Punkt. Nö. Gut, Naja, ist jetzt auch nur am Rande, um Gottes Willen, ich wollte ja jetzt nicht. Was sonst ja auch irgendwie mit Multiplayer zusammenhängt. Das kann durchaus sein. Aber muss ich mir auf jeden Fall machen, weil das wäre auf jeden Fall mal eine nice Sache, weil teilweise ist es beim Rückwärtsfahren doch schon. Richtig, wenn die denn mitlenken oder. Nee, ich habe im 13er schon so ein Skript drin gehabt und im 15er war ich auch froh, wo ich das denn mal hatte. Ja, wie man sieht hier, wunderschön. Güllemist Kalkmat auch verbaut. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Ja, ist eigentlich für mich schon Standard. Muss irgendwie sein. Sehe ich auch so. Vor allem, weil du dadurch ja jetzt wirklich auch anfangen kannst, dann mehrfach zu düngen, ne? Also was weiß ich, erst Mist, dann Pflügen, dann Gülle, dann Grubbern, wie man das ja im Realen auch oftmals tut. Manchmal mache ich das einfach aus Bock. Wenn man wirklich mal Zeit hat oder was weiß ich, so einen langen Singleplayer, dann macht man das auch mal. Bringt jetzt keinen Effekt, aber. Ja, muss ja auch nicht immer. Jedenfalls nicht normal. Ich muss immer dazu sagen, im Sollmod kann das sogar sein, da kenne ich mich zu wenig aus, da arbeite ich mich ja noch so ein bisschen rein.
dann macht das vielleicht sogar Effekt haben. Dann muss man das, glaube ich, sogar machen. Das weiß ich nicht. Mit dem habe ich mich jetzt auch noch nicht so auseinandergesetzt. Ist zwar auf dieser Karte auch verbaut, aber ja, man hat sich doch noch nicht so rangewagt. Nee, es ist auch kein Kinderspiel. Also ich habe davon noch nichts verstanden, offen gestanden. Aber ich versuche mich da reinzufuchsen. Naja, zumindest weißt du schon mal, dass wenn der Totenkopf angezeigt wird... Ja, Fakt ist aber auch, für den Singleplayer ist, wäre das für mich keine Option. Ich glaube, auf einer Map, wo du kleine Flächen hast und nicht so viele, da kann man das vielleicht machen, aber nehmen wir jetzt mal diese hier als Beispiel, das als Singleplayer wäre nicht so pralle. Ja, stell dich mal auf der Vossdorf oder auf der Bandico dann auch, ne? Ja. Und jedes Mal dann, ne, also... Aber es ist eine super Erweiterung für alle, die immer so ein bisschen Realität rein haben. Finde ich das eine super Erweiterung. Ja, klar. Und es ist auch eine spaßige Sache. Und wie gesagt, auf dem Underground Modding Server läuft das ja auch. Und da das ist schon super. Esse ich hier meinen Muffin, fahr hier Gülle. Kennst du gar nicht, ne, oder? Nee, sag mir jetzt nicht so. Mal bei YouTube gucken hier, Tommy mit der Gülle. So ein Real-Video hier auf seinem Video. Ich hab hier auch einen Schokomuffin dabei. Oder ich hab hier auch einen Muffin dabei. Ist gar nicht böse gemeint, ein sympathischer Typ. Das soll jetzt um Gottes Willen nicht böse gemeint. Aber es ist so ein virales Video, wie man heutzutage mal sagt, ist das mal gewesen. Mhm. Mal im Hinterkopf behalten, mal nachgucken. Was ich wohl kenne, ist Hermann und das Igelvieh. Ja gut, wer kennt das nicht? Ja. Da läuft der rückwärts, der Scheißding. Hat er noch nie gemacht. Oh, aber das ist auch wieder so ein typisches Beispiel für Deutschland, ne? Man sieht, dass der da echt Probleme hat. Und es kommt, das dauert ewig, bis mal einer sagt, ich helfe ihm mal. Nein, alle hupen und machen und tun und bringen ihn noch mehr aus dem Konzept, ne? Ja. Das ist auch so eine Sache, die mich dann fürchterlich... irgendwo nervt man. Ja, nee, Mitleid will ich nicht sagen, aber wo man echt sagt, ja toll. Und das ist so typisch deutsch, Hauptsache dahinter und alle hupen. Und ich hupe auch nochmal vorsichtshalber mit und hast du nicht gesehen. Bis dann mal einer hinkommt, ihm da mal ausweist so ein bisschen, ne? Also, weißt du selber, wie lange das gedauert hat. Ja, klar. Weil das der Typ einer, ne, hat, ist schon klar, aber... Gerade fand ich die Szene, wo sein Rind ihn da wegtritt und er, das siehst du genau, der will ihm erst mit der Forke voll ein überziehen. Dann merkt er das, die Kamera, und dann lässt er das. Ja. Ja, auch so die Logik, wo er seinen Güllefass voll macht. Erst die Kamera einschalten und dann versuchen, den Schlauch entschalten. Jeder normale Mensch hätte erstmal zugesehen, dass der Schlauch da reinkommt und dann irgendwann Pumpe an. Und dann schön Brötchen, weißt du? Ja. Nee, da kannst du nicht lang von, das gesperrt. Was? Das ist nicht gesperrt. Doch, da ist gesperrt. Ah, echt? Da hat der Typ halt schon sympathisch. Irgendwie. Ja, das ist aber auf eine Art halt auch so typisch Urbauer. Ja. Ja, fängt da mit dem Clownschneider dazu. Da fehlt doch noch Geld. Was? Nein. Ja, sowas kennt man auch. Ich meine, ich kenne das auch von früher. Da hat mein Vater mal Futterkartoffeln weggebracht. Also hier von Göhr, die haben ja hier bei uns ein großes Werk. Und was da also von der Produktion übrig bleibt, das haben wir dann auch mal zu den Bauern hingefahren. Und ja, den einen Tag auch mit so einem älteren LKW unterwegs gewesen, dann fing es unterwegs an zu regnen. Und mein Vater hat sich noch die Mühe gemacht, die Plane über ja, den Aufbau beim LKW und beim Anhänger rüber zu schmeißen. Und kommen beim Bauern auf dem Hof an, fragen, wo wir hinkippen sollen. Kippt mal irgendwo auf den Hof hin, aber nicht in Mist reinkippen. Oh, wir haben uns beide angeguckt, nur mit dem Kopf geschüttelt. Warum der die Plane, ne? Erstmal die Plane, wir haben sie mitten auf den Hof hingekippt und dann war ja das geilste Punkt der Spruch, so nicht im Mist hinkippen und der ganze Hof war eigentlich nur ein Mistplatz. Ja, trotzdem, ich liebe sowieso so Dokumentation über so Bauern und ich denke hier,
Das von dem Lohnunternehmen Henke kennt wahrscheinlich auch jede Dokumentation da mit dem Erntestress oder wie das Ding heißt, da wo sie da am Mais fahren sind und so. Ich gucke gerne so Dokumentationen. Ja klar, ich meine, das ist ja auch allgemein so auf NDR, da zeigen wir es ja generell viel, oftmals ja. Irgendwelche Dokumentationen über Landwirtschaft oder landwirtschaftliche Betriebe. Wenn man das irgendwie so mitkriegt, dass das läuft, dann da guckt man eigentlich generell immer. Ich habe auch so wahnsinnig viel Dokumentation, aber teilweise schlecht, vernünftige zu finden. Aber mittlerweile hat man dann so viele, und das gucke ich mir auch, das kann ich mir auch immer wieder angucken. Du kannst bald mitsprechen, aber ich hatte nie was mit Landwirtschaft wirklich zu tun. Aber ich bin halt schon megamäßig interessiert in das Thema, ne? Also. Ja klar. Ich gerne noch hätte, ist dieser Gülle-Mod aus dem 13er. Aussteigen, Schlauch anschließen von iFog damals. Ja, das war noch eine Sache. Also wäre schön, wenn sich da mal wieder irgendjemand dran machen würde. Ja, das hätte echt was, ne? War nicht schlecht damit. War eine nette kleine Spielerei. Ja. Schon mega Fass, ne? Darf man damit überhaupt befüllt über die Straßen fahren? Oder ist das schon eine Größe, wo du eigentlich mit Zubringer arbeiten müsstest? Grenzwertig ist, also ich kann aus Erfahrung sagen, ob man es darf oder nicht, ist schon wieder so eine andere Geschichte, die wir machen. Kommt auch auf eine Art auch mit drauf an, wie viel Kubik reingehen. Weil jetzt 30, ne? Ja, ich glaub, normal sind eigentlich 25 so um den Dreh, aber das sind ja auch schon mal rund 25 Tonnen, da musst du rechnen, der Schlepper auch nochmal so um die 10 Tonnen, ja. Gut und gerne. Und das Fass kommt dann nochmal mit dazu, bist du nicht mehr im Bereich deiner 40 Tonnen. Ja, wie ist das dann bei der, wenn man in der Polizeikontrolle kommt, jo, dann, ja, würde ich sagen, dann lädt man aus, ne? Ja, das ist auch die Sache, auch generell so mit dem Maisfahren beim Häckseln. Da sind die Polizisten bei uns jetzt auch so langsam hintergestiegen, dass die mit den Gewichten auch nicht so wirklich alle hinkommen. Und fangen da auch verstärkt an zu kontrollieren. Oh, dann sag mir mal einer, dass das nichts anderes ist als Geldschneiderei. Ja. Weil das Komische ist ja immer, auch bei LKW so in der Geschichte, wenn du denn vorher eine kostenpflichtige Genehmigung holst, dann ist das ja in Ordnung. Das heißt, dann ist es ja in Ordnung, wenn die Straßen und Brücken und was da nicht einmal alles belastet wird. Nur wenn du ohne Genehmigung fährst, dann wird das wahrscheinlich noch, also ohne vorher teuer bezahlte Genehmigung, dann ist das wahrscheinlich alles viel, viel schlimmer. Dann kommt das ja gleich nach Mord, ne? Ja gut, da kommt das dann ja auch noch mal wieder drauf an. Das ist das ja, sagen wir, für stinknormale Ware, willst du da nie so eine Genehmigung kriegen. Das ist das einzige. Ach, Geld kriegst du alles. Im kombinierten Verkehr oder Werksverkehr, da darfst du bis 44 Tonnen fahren. Aber sonst auch nicht. Ich meine, so wie bei meinem Vater jetzt, der fährt ja bei so einem Kranunternehmen Kontergewichte für einen Autokran. Der fährt generell mit 67,5 Tonnen durch die Gegend. Ja, es geht aber immer auch um solche Sachen, was weiß ich, jetzt ist der LKW aber hier 2,5 Zentimeter zu hoch oder 1 Zentimeter zu breit, das kostet Geld.
da kommt es auch wieder mit auf den Polizisten auf an. Manche, die schalten sich da ja sofort bei ein und andere, die sagen, ach gut, komm. Ne, das ist so minimal. Hau ab und fertig. Na klar, dass irgendwo immer Regeln sein müssen, genau wie beim Fahr- und Lenkzeiten, ist ja alles in Ordnung, aber man muss auch irgendwo mal zusehen. Geht auch so ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich kann also manche Fahrer verstehen, dass wenn die da mal so ein bisschen ihre Zeit überziehen, ich würde mich auch nicht unbedingt da irgendwo noch 9 Stunden zur Pause hinstellen können, wenn ich nur noch 2 Stunden nach Hause, ne? Ja, 2 Stunden jetzt unbedingt, aber sagen wir 1/2 Stunde noch bis nach Hause und dann sollst du dich da irgendwo hinstellen und da nochmal schlafen oder womöglich denn, je nachdem wie es mit den Tagen gerade hinkommt, da das ganze Wochenende verbringen. Das ist ja nicht mehr der Hauptpunkt. Der schlimmste Punkt ist ja ganz einfach. Der LKW-Fahrer, der muss schlafen gehen, wenn das Gesetz ihm das sagt. Der ist aber zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht müde. Das ist egal, er muss da schlafen, weil er nachher seine Fahrzeit wieder einhalten muss. Das heißt, er legt sich dann da seine Stunden hin, kann aber nicht pennen, kann nichts machen, ist völlig down. Dann muss er losfahren, weil seine Zeit ihm das nun mal bringt. Und dann ist er erst todmüde. Das heißt, das ist viel gefährlicher. Ja, ich finde das ja auch, wenn ich da bei meinem Vater mitgefahren bin, so, wir hatten das fast ein Jahr. Oder auch bei dem Sohn von unseren Nachbarn. War mitten im Sommer. Und da an unserer Ladestelle mussten wir uns dann hinstellen, Pause machen, weil wir erst gegen nachts um 12 unsere Ladung gekriegt hätten. Und dann stehst du in der prallen Sonne, da mitten auf dem Hof. Und die Fahrerhäuser, die heizen sich dann doch ganz gut auf. Ja, und zu der Zeit war das mit Standklimaanlage alles noch nicht so. Und bei 45 Grad in der Bude kannst du nicht schlafen. Nee. Du dürst da vielleicht so ein bisschen vor dich hin, aber das war's dann auch. Und von Erholung kannst du da absolut nicht reden. Ich meine, dass das irgendwo begrenzt sein muss, da müssen wir ja nicht drüber reden, weil sonst gibt's wieder Speditionen, die ihre LKW-Fahrer wahrscheinlich noch mehr ausbeuten. Ja, sicher, aber denn so ein System machen wir in Amerika. Du darfst so und so viele Stunden am Tag fahren. Und kannst dir diese Zeit, den Tag über einteilst, da bist du frei in deiner Entscheidung. So, wir können. Also das eine Feld ist fertig. Ich würde dir nachfahren zum nächsten. Welches Feld soll dann als nächstes gemacht werden? Ja, 22, 23. Ich fahre dann einfach mal hinterher. Ja. Die würden sich jetzt mal als nächstes ganz gut anbieten, weil die ja direkt auf dem Weg liegen. Wollen wir uns das Ganze auch mal ein bisschen aus der Nähe angucken. Willst du wieder meckern? Geh dir aber Schuhe abputzen, bevor du wieder irgendwo, ne? Quatsch. Mit rein, weil Oma eine gute Stimme. Ja, die wird sich bedanken. Kriegst du aber keinen Butterkuchen mehr von ihr. Gut, dann lassen wir das. Aber was mir jetzt so auffällt, ist, das hat auch, so wie es zumindest aussieht, eine Ausflussanimation. Ja, was? Ach, schick gemacht.
Also schlecht ist es fast definitiv nicht, das ist schon nice. Ja. Zumindest wenn man das in einer funktionierenden Version hat. Ja. Du hast mir ja mal den Tipp gegeben, als ich damals dieses Video mit diesem einen Beta-Fass gemacht hatte, da war es absolut nicht zu gebrauchen, weil, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Genau. Ja, das hat, ich hatte dir das ja auch mit dem einen John Deere, mit dem 3310. Ja, ich hab's nur leider nicht benutzt, weil ich dann irgendwie auf das andere gekommen bin. Und ich bin normal gar nicht so für diese Schleppschlauch-Geschichte, aber das ist ja sowieso bald nicht mehr anders erlaubt in Deutschland, ne? Ja, richtig. Muss das innerhalb von einer bestimmten Zeit, muss das ja auch eingearbeitet haben. Mir hier ganz gut gefällt, ist eben auch sind diese Luftdruckgeschichten an den Rädern, ne? Ja. Ja, die und ja gut, der Arm oben, das ist auf einer Art auch nicht schlecht gemacht. Ich meine, hat zwar keine Funktion, aber... Boah, aber grundsätzlich sieht er schon nice aus. Ja, ich meine, gut, der Arm in dem Sinne hat er eine Funktion. Du kannst ihn ausfahren, kannst ihn rumschwenken, aber kannst das darüber halt nicht befüllen. Ja, es hat ja diese Glas-Aufsattel-Geschichte, die ich da im Moment benutze, ja auch den Arm kannst du bewegen, aber... Mhm. Deswegen sage ich ja, wir brauchen wieder so ein Gülle-Mod wie von iFock. Richtig. So, ich sag's ungern, aber wir sollten langsam mal wieder zum Ende kommen. Ja, das war auch gerade so mein Gedanke. Denn... ja... würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dann. Tschüss. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.